Oh, what a day! What a lovely day! Ich weiß, es ist wahnsinnig schockierend, aber ja, ich habe diesen Film tatsächlich noch nie gesehen. Ich weiß, es ist eine Sünde und ich weiß, es ist eine Sünde von vielen, die ich habe, was Filme angeht, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ein Kinofilm, der jetzt am 23.05. rauskommt, hat mich natürlich nochmal sehr motiviert, mir genau diesen Film anzusehen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir direkt rein in Mad Max Fury Road. Regisseur ist ja immer George Miller und den kennt man von den früheren Mad Max Filmen aus den 80ern. Der Film hat eine Länge von 2 Stunden und stammt aus dem Jahr 2015. Und die Genres, die wir ihm zuordnen können, sind ganz klar Action, Abenteuer sowie Science Fiction mit der Unterkategorie Postapokalypse. Worum genau geht's denn eigentlich in Mad Max Fury Road? Die beiden Außenseiter Max und Furiosa treffen in einer kargen Wüstenlandschaft aufeinander, als Furiosa und einige Ex-Sklavinnen auf der Flucht sind. Der Warlord Immortan Joe stellt ihnen nach, denn Frauen sind in der postapokalyptischen Welt kostbare Güter. Schwer bewaffnet und in einem zum Panzer umgebauten Sattelschlepper liefern sich die beiden Parteien einen erbitterten Krieg, der sie im rasanten Tempo durch die Wüste jagt. Gehen wir noch auf ein paar interessante Hintergründe ein, die es zu diesem Film gibt. Erstmal fand ich natürlich den Gitarristen, den wir da auf diesen Fahrzeugen sehen, der absolute Wahnsinn. Eben genau dieser Gitarrist ist tatsächlich ein australischer Musiker namens Sean Hape, besser bekannt unter dem Künstlernamen Iota. Er erzählt in einem Interview, dass diese Gitarre, die er gehalten hat, 132 Pounds gewogen hat. Und das sind umgerechnet beinahe 60 Kilogramm. Und gleichzeitig kamen auch wirklich Flammen aus dieser Gitarre raus. Auch krass fand ich, dass das Rohmaterial dieses Films 470 Stunden beträgt. Und Margaret Sixel, welche den Film geschnitten hat, brauchte 3 Monate, um das ganze Material zu sichten. Ich finde es dann auch beeindruckend, dass sie es wirklich geschafft hat, das Ganze auf 2 Stunden runterzubrechen und dann nicht mehr hinzugefügt hat, weil ich glaube, wenn man so viel Material hat, dann tendiert man eventuell schneller dazu, mal den Film länger zu machen, als er eigentlich bräuchte. Aber nein, sie hat das wirklich bei knackigen 2 Stunden gelassen. Das finde ich eigentlich echt gut. Sixel ist tatsächlich auch George Millers Frau. Und er hatte sie wohl scheinbar darum gebeten, diesen Film für ihn zu schneiden. Und das, obwohl Sixel zuvor nie einen Actionfilm geschnitten hat. Millers Grund dafür war, wenn ein Typ das machen würde, würde es wie jeder andere Actionfilm aussehen. Und ja, das Ganze hat sich wirklich ausgezahlt, denn Sixel hat dafür den Oscar für den besten Schnitt bekommen. Also wenn das nicht eine Leistung ist, dann weiß ich auch nicht. Tatsächlich war die Stimmung am Set auch nicht besonders gut. Es gab nämlich zwischen den Starschauspielern und dem Regisseur während des Drehs einige Schwierigkeiten. Insbesondere Tom Hardy, aber auch Charlize Theron waren beide frustriert darüber, was sie denn gerade genau am Film sind. Denn die Arbeit an dem Film war scheinbar so komplex und das für eine doch sehr simple Geschichte. Hardy sagte, es gab keine Möglichkeit, dass George erklären konnte, was er im Sand sehen konnte, als wir dort draußen waren. Aufgrund der Sorgfalt, die erforderlich war, um alles sicher und so einfach zu machen, sah ich eine unerbittliche Flut von Komplexität, vereinfacht für diese ziemlich lineare Geschichte. Im Nachhinein entschuldigte sich Tom Hardy tatsächlich für seine Worte und für seinen Frust am Set und seine sowie Ferrans Erwartungen an den Film wurden bei weitem übertroffen, als sie dann das Endergebnis sahen. Wir sprachen ja gerade schon von einem Oscar, aber ich wollte auch nochmal erwähnen, dass der Film tatsächlich 6 Oscars gewonnen hat. Einmal für den besten Schnitt, bestes Kostümdesign, beste Maske, bester Soundmix, bester Ton, beste visuelle Effekte sowie bestes Szenenbild. Gehen wir dann jetzt an der Stelle rüber zu den positiven Aspekten. Ich sollte auch erwähnen, dass ich keinen anderen Mad Max Film jemals gesehen habe. Also ich habe die alten Mad Max Filme nicht gesehen. Das war jetzt quasi mein allererster Mad Max Film. Also tut mir leid, wenn ich irgendwie Verweise auf die älteren Filme irgendwie nicht mitbekommen habe. Ich habe generell einfach nichts, womit ich den vergleichen kann. Deshalb könnt ihr mir dazu gerne noch was in die Kommentare schreiben, aber ja. Okay. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deshalb lasst uns einfach irgendwo starten. Starten wir damit, wie hammermäßig sieht dieser Film aus. Ich fand auch die Entscheidung von George Miller so grandios, dass die Cinematografie so bunt wie möglich sein soll. Er hat das so beauftragt, weil er wollte, dass der Film sich sehr von anderen postapokalyptischen Filmen halt abgrenzen kann. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Look. Also wie krass die Farben der Wüste sind.
dann die Farben des Himmels dazu, dann wie krass allein die Augenfarben der Charaktere aussehen, insbesondere die von Furiosa. Also, das ist so wunderschön. Also die komplette Ästhetik hier, die ist wirklich der Wahnsinn. Hat es mich überrascht zu sehen, dass dieser Film einen Oscar für das beste Kostümdesign und die beste Maske bekommen hat? Nein, definitiv nicht, weil das sieht brillant aus. Also schaut euch bitte allein Immortan Joe an. Also das Kostüm und diese Maske, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Oder auch die Warboys, wie die aussehen. Also das Ganze ist definitiv einfach sehr kreativ umgesetzt worden. Und was verdammt beeindruckend ist, ist einfach der Fakt, dass hier über 80% der Effekte praktische sind. Und das inklusive Stunts, Make-up und Sets. Also CGI wurde tatsächlich nur für die Landschaft genutzt, für Stunt-Equipment, was dann eben entfernt werden musste, und für Charlize Theron linker Arm, welcher im Film dann ja eine Prothese ist. Und im Hintergrund dessen, was man hier alles gesehen hat, ist das so genial. Wir haben so viele Fahrzeuge, so viele Stunts, so viele Explosionen. Also der Aufwand, der hier betrieben wurde, das ist einfach wow. Und das sieht so fantastisch aus, man weiß irgendwie gar nicht, wo man genau hingucken soll. Es ist wirklich phänomenal, was hier für Ideen eingeflossen sind. Und es strotzt einfach nur simpel gesagt von Kreativität und Ideenreichtum. Also auch wie die Stunts koordiniert sind, was man sich da ausgedacht hat. Dann die ganzen Fahrzeuge, die Koordination der Kämpfe. Allein die Tatsache, dass dieser Film zum Großteil innerhalb von Fahrzeugen stattfindet oder auf Fahrzeugen stattfindet, weil dort auch Kämpfe stattfinden. Also das ist wirklich, das ist schon einfach krass. Dieser Film ist Peak Action, das muss man einfach sagen. Das Set-Design ist klasse. Also alles abseits der Wüste fand ich sehr beeindruckend gestaltet und ich wollte am liebsten einfach pausieren, um mir in Ruhe die ganze Innengestaltung mancher Räume anzusehen. Einfach weil da so viele Details drin stecken. Die Musik ist einfach auch wow. Also scheinbar stammt der Soundtrack von Junkie XL. Die war toll, auf eine Weise war sie sehr vielfältig. In der Szene, wo Furiosa in den Sturm reingefahren ist, in den Sandsturm, ist mir die Musik auch sehr positiv aufgefallen, weil sie dann plötzlich sehr emotionale Klänge angenommen hat. Aber generell ist sie natürlich sehr dynamisch, sehr schnell und unterstreicht perfekt die Action. Der Schnitt ist klasse und ich finde auch einfach so kreativ gemacht. Also wie schnell die Schnitte sind, was auch perfekt zum Pacing beiträgt, das schnell ist. Auch die Kameraarbeit spiegelt diese Schnelligkeit wider, wenn dann eben auf Gesichter gezoomt wird oder wenn sich die Kamera dreht. Das unterstreicht für mich auch diesen Aspekt des Wahnsinns auf eine Weise. Auch finde ich es super, wie gut der Film es geschafft hat, Worldbuilding zu betreiben und uns mit Leichtigkeit in diese Welt zu entführen. Was dieser Film perfektioniert hat, ist die Praxis von Show, Don't Tell. Es wird nur anfangs in kurzen Sätzen ein ganz grober Rahmen gesetzt, was mit dieser Welt passiert ist, warum sie so ist, wie sie ist. Und danach wird gar nichts mehr erklärt, sondern alles nur gezeigt. Das können nicht viele Filme gut. Und das muss man dem lassen. Auch das Pacing ist quasi hier perfekt, weil der Film ist einfach an keiner Stelle langweilig. Es darf auch Momente geben, die ruhiger sind, auch wenn es deutlich weniger sind als jetzt die ganzen Action-Sequenzen. Also man muss schon sagen, der Film ist voll, da passiert viel, aber er schafft auch kurze Momente der Pausen. An sich finde ich aber, dass die Länge von 2 Stunden einfach ideal ist und es fühlt sich auch recht rund erzählt an in dieser Zeit. Sprechen wir jetzt mal an der Stelle über die Schauspieler. Erstmal möchte ich jetzt Frau sagen, wie begeistert ich davon bin, wie Frauenrollen hier eingebunden wurden und dass wir so krasse Frauenrollen bekommen haben. Angefangen natürlich mit Furiosa, fantastisch gespielt von Charlize Theron. Das ist für mich ja ein gutes Beispiel, wie man eine starke Frauenrolle abzubilden hat und das sogar, obwohl wir gar nicht mal so viel über ihren Charakter erfahren. Eigentlich erfahren wir kaum was über die meisten Charaktere. Und trotzdem klappt es. Also sie ist tough, sie ist stark, aber trotzdem darf sie dann noch eine Verletzlichkeit haben. Sie darf echte Emotionen zeigen. Sie darf austeilen, aber auch einstecken. Sie ist also quasi nicht unbesiegbar. Und der Film versucht nicht krampfhaft, sie irgendwie besser als Tom Hardy darzustellen, so wie es manch andere Filme tun würden. Nein, also der Film und die Macher, die haben einfach verstanden, wie man es machen soll. Und auch bei den Mädchen, die da sind, die jetzt keine krassen Kämpfer sind, die stehen eben auch nicht nur blöd rum und heulen irgendwie. Also die wehren sich auch, die versuchen anzupacken, so weit wie es geht. Und besonders cool fand ich dann auch die älteren Frauen. Also wie genial das einfach war, dass man hier auch Ältere nochmal
eine Möglichkeit gibt, in so einem coolen Film auch mitzuspielen oder dass man generell auch mal ein paar ältere Figuren halt abbildet. Also ich fand es einfach gut, dass hier kein großes Fass aufgemacht wurde, dass Frauen kämpfen etc., dass man es plakativ in den Vordergrund rücken muss und thematisiert, wie es auch manch andere Filme machen würden, sondern es wurde einfach als selbstverständlich hingestellt. So, das ist so, das hinterfragt jetzt keiner. Und ja, auch eine Frau kann eben halt eine krasse Stellung innerhalb von dieser Bande, von diesem Clan haben, weil sie einfach eine gute Kämpferin ist. So, und da wird auch nicht nach Geschlecht gefragt, so. Also Charlize Theron und alle anderen weiblichen Schauspielerinnen fand ich klasse. Und dann kommen wir jetzt zu Tom Hardy. Ich mochte ihn hier auch sehr gerne. Auch er hat seine Schwachstellen, wie wir wissen. Er hat quasi Dämonen aus der Vergangenheit zu bekämpfen. Aber er ist auch sehr gezeichnet von dieser Welt und ihrer Härte. Tom Hardy schafft es trotzdem, dass wir Sympathie zu diesem Charakter haben, ohne dass er viele Worte benutzen muss. Sondern das allein durch sein Schauspiel transportieren und vermitteln kann. Auch Nicholas Holtz' Charakter mochte ich sehr. Der war für mich einfach so ein typischer, ich nenne es mal Tryhard. Aber es ist irgendwie wieder sympathisch und ich finde, Nicholas Holt hat eh so eine Art, dass man ihn irgendwie immer mögen muss. Deshalb fand ich das auch ganz toll. Und auch, und da könnte ich jetzt seinen Namen falsch aussprechen, Hugh Keyes-Byrne, der eben Immortan Joe gespielt hat, war auch wirklich großartig in seiner Rolle, sehr gut hier als Bösewicht. Und ja, ich fand auch einfach eine sehr schöne Performance von ihm an der Stelle. Gehen wir dann jetzt rüber zu den negativen Aspekten. Die Story ist nicht besonders einfallsreich und kann man eigentlich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Auch bleiben einige Charaktere hier recht oberflächlich, insbesondere halt unser Bösewicht, weil der Film eben einfach nicht den Fokus darauf setzt, jetzt groß Charaktere zu erzählen, sondern er stellt die Action-Man in den Vordergrund. Aber ich sag mal so, das tut ja auch nicht viel zur Sache. Letztens wurde ich in einem Q&A gefragt, ob ich die Geschichte immer über Schauwerte stellen würde bei einem Film. Und das ist hier das perfekte Beispiel, bei dem ich sagen würde, ja, hier stelle ich die Schauwerte drüber. Denn auch wenn die Geschichte sehr simpel ist, funktioniert das Ganze trotzdem. Und obwohl wir auch nicht viel über die Charaktere wissen, sind sie uns trotzdem wichtig und wir fiebern für sie mit. Und das finde ich hier sehr beeindruckend, dass dieser Film diesen schmalen Grat balancieren kann. Auf Papier sollte das Ganze nicht so grandios klappen, wie es das tut. Aber weil alle anderen Elemente so perfekt ineinander greifen, können diese kleinen Mängel dabei behoben werden. Und das, finde ich, ist wirklich einfach eine Leistung. Gehen wir dann an der Stelle rüber zum Fazit. Also das ist ein Film, den habe ich gesehen und der hat mich einfach weggehauen. Ich saß da und war die ganze Zeit nur so, das ist Film, das ist Kino. Der Film ist voll von Ideenreichtum, von Kreativität und Innovation. Und er ist definitiv einer der besten Actionfilme aller Zeiten und wahrscheinlich auch einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Ich bin immer noch so überwältigt von dem, was man hier auf die Beine gestellt hat, wie viel Aufwand man betrieben hat. Klasse, ich finde ihn wirklich genial, ich finde ihn wirklich stark. Und deshalb kriegt er von mir 5 von 5 Sternen. So ist es. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit Furiosa da mithalten kann, jetzt der neue Film. Es wird auf jeden Fall nicht einfach sein, sagen wir es mal so, diesen Film zu übertreffen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Und an der Stelle müssen wir jetzt auch mal ganz schnell rüber zu meinem Plakat, denn da steht dieser Film tatsächlich. So. Hat man dann halt so Stellen, die jetzt halt kaputt sind. Also wenn man da irgendwie einfach ein bisschen falsch dran rubbelt, dann sind halt hier so ein paar Stellen. Ich wollte an der Stelle noch die Gelegenheit nutzen, den hier auch noch frei zu machen, weil den habe ich auch gesehen und habe den einfach übersehen. Und an der Stelle könnt ihr mir ja gerne mal verraten, wie ihr Mad Max Fury Road fandet, wie ihr die alten Mad Max Filme findet und ob ihr euch Furiosa jetzt bald im Kino anschauen wollen würdet. Wollen würdet? Ob ihr ihn euch anschauen wollt. So. Und ansonsten wünsche ich euch an der Stelle einen sehr schönen und einen sehr angenehmen Tag und sage, ciao!